Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rookie Racing Sport. Kommen wir gleich zu den Hauptthemen dieser Sendung, weil wir haben nicht viel Zeit und die Sendung ist wieder vollgepackt mit Informationen. Wir schauen zurück nach Sandford. Wie ist das letzte Rennen ausgegangen? Was hat uns dort erwartet? Wir schauen natürlich nach vorne und wir verzichten mal bewusst auf den 10. Lauf und stellen die Strecke vor, sondern wir gucken uns ganz detailliert die Fahrerwertung an, weil wer am Ende die Meisterschaft gewinnt, ist nach dem 9. Lauf noch lange nicht entschieden. Wir gucken uns an, was mit der Rookie-Liga generell passiert. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Regelkunde-Beitrag. Da geht es nämlich um die Flaggen, die während eines Rennens gezeigt werden können. Kennt ihr denn alle Flaggen, die gezeigt werden können? Die gelbe Flagge und die Zielflagge kennt wahrscheinlich jeder. Aber was ist mit einer schwarzen Flagge und einem orangen Kreis? Das erfahrt ihr in diesem Bericht Regelkunde. Kommen wir nun gleich zu unserem ersten Rückblick nach Sandford. Das Rennen fand am Mittwoch statt und wir hatten wirklich eine sehr technisch anspruchsvolle Rennstrecke vor uns. Enge Passagen, technisch anspruchsvolle Kurven und kein Platz zum Überholen. Wie das unsere Fahrer gemeistert habt, schaut euch den Bericht an. Viel Spaß damit! Schauen wir uns die Startaufstellung an. Halbleg Lars hat seine erste Pole-Position in dieser Ligasaison erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 Effe, Platz 3 Petmas 1980, Platz 4 Jordi 462. Alles super starke Rundenzeiten, die die drei Ersten hier abgelegt haben. Gleich gehen wir in die Startaufstellung. Die Ampel ist auf Rot, ist erloschen. Der Start ist geglückt. Wir schauen uns aus Jordis Cockpit alles mal in Ruhe an. Er kann gleich einen Platz gut machen, kann sich auf Platz 3 vorkämpfen. Jetzt kommt die Rechtskurve, es wird hart angebremst. Jordi bleibt innen, verliert wieder seinen Platz. Aber erstmal, der Start ist unfallfrei erfolgt, das ist die Hauptsache. Das Feld kann sich einsortieren. Hier wird hart über die Curbs gefahren, das Auto verspringt. Jetzt hier schön innen bleiben, um früh heraus zu beschleunigen. Wir schauen uns mal aus Position 3 um, alles noch in der ersten Runde. Der Anschluss ist wichtig, dass man hier den Anschluss hält, weil hier geht es rein um die Vollgaspassagen, dass man hier vielleicht sich im Windschatten mit ansaugen kann, um dann hier die langgezogene rechts zu fahren, hier spät zu bremsen und gleichzeitig wieder früh aufs Gas zu gehen, um hier den ganzen Schwung mit auszunutzen. Gleich kommt eine Rechtskurve, die man auch mit hoher Geschwindigkeit im Kurzanbremsen hier über die Curbs am besten fahren. Hervorragend gemacht. Die zweite Rechtskurve, auch hier muss der Bremspunkt genau stimmen. Er wird etwas zu weit nach außen getragen, verliert etwas Zeit. Der Viertplatzierte kommt deutlich näher. Jetzt schauen wir die Linkskurve. Da hat er einen optimalen Einlenkpunkt gefunden, kann innen bleiben, früh ans Gas gehen und beschleunigt raus. Der Abstand ist wieder hergestellt, aber auch nach vorne ist der Abstand schon ein bisschen angewachsen. Hoffentlich kann er hier nicht abreißen oder hoffentlich muss er hier nicht abreißen lassen. Hier ist es wichtig, ganz exakt zu fahren, damit man diese Linkskurve wirklich sehr gut nehmen kann, früh raus beschleunigen, weil jetzt geht es nach einer Rechtskurve gleich wieder auf Start und Ziel. Hier noch einmal kurz anbremsen, innen bleiben, wieder voll aufs Gas gehen, sich raustragen lassen nach links. Vollgas geben, gleich hochschalten in den fünften Gang, hier innen bleiben, man kann sich hier schön raustragen lassen und jetzt heißt es Vollgas gehen und vielleicht sogar den Windschatten des Vordermanns ausnutzen. Wir schauen uns nochmal den Start aus Effes Sicht an. Auch gut gelungen, er kann sofort auf Platz 1 aufschließen. Kann er vorbeigehen, ist die Frage. Gleiche Höhe ist er zumindest erst auf der Innenseite. Er bremst an und steckt ein bisschen zurück und das war sehr clever gemacht. Hier erstmal in der ersten Kurve keinen Unfall provozieren, ist hier die Devise. Und es geht weiter in die zweite Kurve, anbremsen, rechts früh wieder aufs Gas gehen, dass man hier anbremsen kann. Links im dritten Gang fährt man diese Kurve. Schön gleichmäßig hat er die Linie gewählt, er beschleunigt früh und kann wieder Vollgas geben. Wir sind in der zweiten Runde, Position 3 wieder. Das ist Petmas 1980 und er beobachtet, wie sich die zwei Ersten und Zweitplatzierten hier ein schönes Duell liefern. Und was passiert? Wir sehen ein schönes Überholmanöver von Effe. Er bleibt einfach auf der besseren Linie und kann auf Platz 1 gehen. Schönes Überholmanöver, was wir hier sehen. Auch
Pat Maas kann aufschließen. Kann er überholen? Jawohl, er überholt, ist nämlich auf der Innenseite und hat sich den zweiten Platz gesichert. Sozusagen ein Doppelschlag, der hier für Halbleerglas passiert ist. Auf der Position 4 sehen wir Jordi. Wir springen wieder, weil VXT Racer hat eine neue schnellste Runde gefahren. Und die Ereignisse überschlagen sich. Effe hat es auch sofort gekontert mit einer neuen schnellsten Runde. Er hat hier wirklich eine gute Speed auf diesem Kurs. Wir sind auch wieder bei Effe im Auto und sehen, wie er hier um Platz 1 fährt. Er hat eine schnellere Linie gefunden, bremst früher an, kann nach innen reingehen. Kann er rausbeschleunigen? Jawohl, er kann rausbeschleunigen. Das Überholmanöver hatten wir ja eben bereits gesehen. Hier sehen wir es nochmal aus seiner Cockpit-Sicht. War super gewählt. Und jetzt nicht zu spät bremsen, damit man hier nicht zu schnell ist und überschießt. Das hat er gut gelöst. Kann sauber die Linkskurve anfahren. Ist ein bisschen zu weit auf den Curbs, aber das macht nichts. Er kann Vollgas rausbeschleunigen und hat sich an Nummer 1 gesetzt. Hier sieht man eine schnelle Gesamtübersicht der Stände. Wir sind bei Bocek 69 im Auto. Position 8, Runde 7. Da sieht man das Mittelfeld, wie es auch hart um die Plätze fightet. Und hier geht es rechts rum. Eigentlich hier eine Kurve, die ihm liegt. Was passiert? Beide Fahrer verlassen die Strecke, rutschen über das Gras. Man sieht, er will rechts ausweichen, rammt aber noch VXT Racer. Das war natürlich sehr ungeschickt. Wir sind wieder auf Position 1, mittlerweile 11 Runden, das heißt die Hälfte des Rennens ist rum und Effe führt das Rennen souverän an. Ob er auch so souverän das Rennen anführt, wenn Eavesdorp heute mitgefahren wäre, wer weiß, Eavesdorp war leider verhindert und kann heute keine Punkte einstreichen. Das macht natürlich den Liga-Ausgang umso spannender. Wir sind wieder bei Bocek 69 im Auto, Position 9. Oh, da hat ein Fahrer einen Fehler gemacht. Kann Bocek 69 das ausnutzen und an Fossil HH vorbeigehen? Fossil HH bleibt in, Bocek zieht zurück. Jawohl, kein Unfall passiert, aber die letzte Konsequenz hat natürlich hier gefehlt, beziehungsweise er hat nicht alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt geht es auf Start und Ziel. Vielleicht kann sich Bocek im Windschatten von Fossil HH ansaugen. Wir sind schon mal weitergesprungen. Fossil HH macht wieder einen Fahrfehler und Bocek 69 kann das jetzt ausnutzen und kann ganz entspannt ohne Risiko vorbeigehen. Hervorragendes Rennen bisher von allen Beteiligten. Die Spannung steigt. Wir nähern uns nämlich so langsam Halbzeit. Beziehungsweise wir schauen mal, was so die Reifen machen, weil es gibt auch Fahrer, die sind mit den weichen Reifen gestartet. Hoffentlich haben die am Ende keinen Nachteil. Der harte Reifen fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Momentan noch wird auch nicht so heiß. Das ist hier nämlich immer die Schwachstelle. Der linke Vorderreifen fängt an, richtig heiß zu werden. Über 90 Grad, dann ist der Verschleiß natürlich überproportional hoch. Wir sind wieder an Position 4 und bei Jordi 462 im Auto. Kann er noch aufschließen auf Platz 3 oder sagt er sich lieber, ich fahre das Rennen sicher nach Hause und streiche die Punkte für Platz 4 ein. Wir lassen uns überraschen, wie es ausgeht. Auch er wählt eine sehr saubere Linie und er konnte ein bisschen aufschließen auf Platz 3. Das müsste Halbleerglas sein. Mal sehen, wie Halbleerglas den Druck verkraftet. Wir verfolgen die beiden mal, weil das scheint noch ein richtig spannendes Duell zu werden zwischen beiden. Jordi wählt hier die etwas engere Linie, kann etwas früher rausbeschleunigen. Mal sehen, ob ihm das einen Vorteil gebracht hat. Auch Jordi hat die harten Reifen gewählt und man sieht, dass die Reifentemperaturen der Verschleiß in der 21. Runde noch recht gut ist. Das heißt, die Wahl der harten Reifen war wohl die richtigere. Und vorne sehen wir wahrscheinlich einen zu überrundenden Fahrer. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zweitplatzierte so nah dran ist. Aber wir verfolgen die beiden einfach mal. Jawohl, das ist eine Überrundung von Iceman ASW 28. Und ganz hervorragend, wie er hier Platz macht und zwei Fahrer auf einmal vorbeilässt. Das ist wirklich sehr faires Fahrverhalten. Respekt. So, wir gucken wieder auf Jordi, was passiert hier. Er kann die Kurve deutlich besser nehmen als Halbleerglas und hat hier einen Geschwindigkeitsvorteil. Er kann aufschließen, kommt er vorbei.
Vossel fährt Kampflinie, zeigt, er ist noch da, er ist noch aktiv im Rennen, aber er hat den Platz verloren. Ein wirklich hartes Duell hier, um jeden Meter wird hier gefahren. Aber es ist alles gut gegangen und so stellen wir uns natürlich den Rennsport vor. Hart, aber fair. Wir sind in der finalen Runde, 22 von 22 Runden. Das sind ungefähr 40 Minuten Rennzeit. Wir springen nochmal zu Bocek, der ja auf Position 8 in der Zwischenzeit ist. Der ist natürlich noch in der 21. Runde und der duelliert sich hier mit Samot. Und Samot hat die weichen Reifen aufgezogen und der hat ganz klare Probleme. Das sehen wir hier. Seine Reifen rutschen einfach viel stärker. Kann Bocek noch vorbeigehen? Wir beobachten die beiden mal. Es geht jetzt wieder auf Start und Ziel und hier kann man sich schön im Windschatten ansaugen, wenn man den richtigen Abstand hat. Und der Abstand sieht ganz gut aus. Wir springen aber schnell nochmal zu Effe ins Cockpit, weil hier geht es wirklich darum, um den Sieg. Und auch hier sehen wir ein sauberes Überrundungsmanöver von Effe an Iceman ASW 28, auch super fair Platz gemacht, also hier kann sich wirklich keiner beschweren. Wir sind Position 2 und jawohl, Zieldurchfahrt. 22 lange Runden sind vorbei und die Positionen stehen fest. Effe ganz klar an Nummer 1 konnte hier das Rennen gewinnen. Wir sehen auch nochmal aus seinem Cockpit, er freut sich schon, da wird schon mit dem Lenkrad nach links und rechts bewegt. Er ist ganz sicher nach Hause gefahren auf Platz 1. Wir schauen uns gleich mal die Ränge an, gucken wir aber nochmal auf die anderen Fahrer, wie die durchs Ziel kommen. Naja. Und zum Schluss in die Bande. Schauen wir auf das Gesamtergebnis. Auf Platz 1 F0904, Platz 2 Patmas 1980, Platz 3 Jordi 462, Platz 4 Halbleerglas, Platz 5 Rakete 27, Platz 6 Unsichtbar 1977, Platz 7 Samo 1204, Platz 8 Bocek 69, Platz 9 Fossil HH, Platz 10 VXT Racer, Platz 11 Moslev, Platz 12 Mika und auf dem letzten Platz Iceman ASW 28. Alle Fahrer kriegen Punkte, dafür herzlichen Glückwunsch für das tolle Rennen, was wir hier miterleben durften und wir freuen uns auf den nächsten Lauf. Zurück aus Sandford gehen wir gleich zum nächsten Thema. Wir schauen uns die Gesamtfahrerwertung an, denn hier ist es nach dem 9. Lauf extrem spannend. Der Punkteabstand zwischen dem 1. und dem 2. sind nur 5 Punkte. Deswegen gucken wir uns hier mal die kompletten Details an. Zuerst machen wir uns mal mit dem Punktesystem vertraut. Platz 1 gibt 25 Punkte, Platz 2 20 und so weiter und so weiter. Man kann das hier sehr schön sehen. Also bis Platz 15 gibt es regelmäßig Punkte. Links sehen wir die Gesamtfahrerwertung, wie es nach dem 9. Lauf aussieht. Das heißt, Yves Dock führt mit 5 Punkten vor F0904. Das sind auch die beiden Fahrer, die noch die Möglichkeit haben, auf den Gesamttitel. Wir schauen uns mal Szenario 1 an, für den 10. Lauf. Platz 1, Yves Dock kriegt 25 Punkte, hat dann insgesamt 170 Punkte. Platz 2 geht dann F0904, auch 20 Punkte, hat dann insgesamt 165 Punkte. Einfache Rechnung, Meister wird Yves Dock. Fossil HH, Petmars, die haben keine Chance mehr, hier auf die ersten zwei Plätze zu kommen. Platz 3 wird natürlich genauso spannend noch. Schauen wir uns Szenario 2 an. Platz 1 geht an F0904 mit 25 Punkten, hat dann insgesamt 165 Punkte. Platz 2 geht an Yves Dock mit 20 Punkten, insgesamt 165 Punkte. Punkte Gleichstand. Das hätten wir am Anfang nicht gedacht, dass es so knapp zugeht. Zählen wir doch mal die Siege und die Streichergebnisse. Als kleine Erinnerung, insgesamt gab es für 10 Meisterschaftsläufe konnte jeder Fahrer 2 Streichergebnisse einreichen. Entweder durch Abwesenheit oder die schlechtesten Ergebnisse wären gestrichen. Ja, beide haben mehr als 2 Rennen verpasst, somit keine Punkteveränderung. Schauen wir uns die Anzahl der Siege nach 9 Läufen an. Yves Dock 5, Effe 4 Siege. Wenn Szenario 2 eintritt, dann hat Yves Dock 5 und Effe auch 5 Siege. Also absoluter Gleichstand. Somit kann nur ein Ergebnis rauskommen. Beide werden Meister der Rookie-Liga 2018.
dann ist das halt so. Damit hätten wir nie gerechnet, aber dieses Szenario ist wirklich ein Zeichen der Spannung, wie es nicht besser hätte als Geschichte geschrieben werden können. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit und wir schauen mal, was tatsächlich passiert. Wie geht es mit der Rookie-Liga weiter? Oft hörte ich diese Frage und die Antwort ist ganz einfach, natürlich geht es weiter. Wie es im Detail weitergeht, haben wir in den letzten Tagen gemeinsam abgestimmt. Wir haben jetzt Ende April, das letzte Rennen findet am 25. April, das ist ein Mittwoch, statt. Danach geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Einige Fahrer sagen, ich könnte natürlich sofort weiterfahren, andere Fahrer sagen, wow, 10 Rennen, sich immer auf den Punkt vorbereiten, um wirklich eine Top-Leistung abzuliefern, ist ganz schön anstrengend. Teilweise habe ich in meiner Freizeit gar nichts anderes mehr gemacht. Deswegen machen wir eine Sommerpause, weil das schöne Wetter fängt an, Biergartensaison, Freizeitaktivitäten draußen nehmen wieder zu und deswegen pausiert erstmal der Ligabetrieb. Aber das heißt nicht, dass wir in der Rookie-Liga nicht mehr fahren. Ganz im Gegenteil. Wir, die Fahrer, haben beschlossen, wir behalten die 2 Tage Montag und Mittwoch auf jeden Fall bei. Montags, wie gewohnt, ein Training und mittwochs findet ein Spaßrennen statt. Was ist ein Spaßrennen? Naja, da geht es in erster Linie darum, gemeinsam mit allen Rennfahrern ein Rennen zu fahren. Aber ohne diese Verpflichtung, ich brauche Punkte für den Ligabetrieb. Wenn ich mehr als 2 Streichergebnisse habe, habe ich einen Nachteil. Wenn ich nicht dran teilnehme, ja, was passiert da mit meiner Platzierung? Also wir wollen weg von diesem Druck. Und deswegen haben wir uns überlegt, einfach Rennen Woche für Woche zu veranstalten. Hier ist jeder eingeladen, daran teilzunehmen, der jetzt auch nicht im Ligabetrieb als Stammfahrer dabei war. Das ist ein Aufruf an alle, die einfach Lust haben, online Rennen zu fahren. Aber bitte beachtet, wir sind immer noch mehr oder weniger Rookies. Natürlich haben wir uns in den letzten 8 Wochen extrem verbessert, unheimlich viel Kompetenz aufgebaut und auch die Rundenzeiten, die sind extrem gut geworden. Aber ein absoluter Profi weiß nicht, ob der hier richtig Spaß hat. Aber komm einfach vorbei, komm am Montag zum gemeinsamen Training. Das findet um 19.45 Uhr statt und dann wirst du schauen, ob es passt oder ob es nicht passt. Wir wollen in Zukunft mittwochs ein Rennen austragen. Und zwar nicht, dass irgendwie ein Rennkalender vorher bekannt ist, dass das Auto bekannt ist, dass die Strecke sofort bekannt ist und dass dann einer doch wieder diesen Druck verspürt, ich muss trainieren, trainieren, trainieren. Und die Leute, die nicht trainieren, haben einen extremen Nachteil und die haben dann einfach keinen Bock mehr und sagen, ach, lass mal gut sein, fahre ich lieber nicht mit, bevor ich mich hier blamiere oder Letzter werden, darauf habe ich keine Lust, weil ich hatte diese Woche einfach keine Zeit, 5, 6, 7 Mal zu trainieren. Deswegen ist folgender Plan angedacht. Jeder Teilnehmer kann an die Rennleitung, also am besten über Facebook, ein Auto sich wünschen, mit dem er schon immer mal ein Rennen fahren wollte. Der eine 50 ein Formelwagen, der andere ein GT3, der dritte ein Fiat 500 und der vierte sagt, ich will mit dem Audi Quattro 80er Jahre fahren. Alles kein Ding. Alle Wünsche kommen bitte an die Rennleitung. Die Rennleitung wird 24 Stunden vorher ein Losziehen. Und da steht genau dieses Fahrzeug drauf. Zum Beispiel Fiat 500 ist das Auto, was an dem Mittwoch dann gefahren wird. Damit die Wundertüte nicht ganz so groß wird, gibt es natürlich im Vorfeld einen Kalender, wo die Rennstrecken drin stehen. Also sprich, wir nehmen die üblichen Assetto Corsa Rennstrecken und wenn wir jetzt 15 Rennen planen, bis die Sommerpause rum ist, dann haben wir 15 Rennstrecken mit einem Datum fix hinterlegt. Das heißt, hier weiß jeder, welche Rennstrecke wann auf einen zukommt. Wir werden auch mal Rennstrecken auswählen, die nicht so üblich sind, die vielleicht auch nicht geübt worden sind. Kein Problem, es ist ein Spaßrennen. Aber 24 Stunden vorher gibt es das Los und dann wird über Facebook bekannt gegeben, wir fahren am Mittwoch auf der Rennstrecke Nürburgring mit dem Fiat 500. So. Und dann beginnt sozusagen der Spaß. Weil ich glaube, die wenigsten Leute haben auf allen Autos wirklich Kompetenz. Und es geht auch nicht um ein gelungenes Setup, es geht auch nicht darum, dass man das Auto in- und auswendig kennt, sondern hier geht es darum, wir gehen auf die Rennstrecke,
Wir fahren unser Rennen, naja, und wir, am Ende haben wir Spaß. Das Training wird dadurch etwas mehr im Vordergrund stehen. Das heißt, bisher war es ja so, dass wir eine Viertelstunde Trainingszeit haben. Das wird irgendwie nochmal verlängert werden. Das Qualifying mit 20 Minuten bleibt bestehen und die Renndauer wird auch wieder mit 40 Dauer angesetzt. Eine Party gibt es natürlich wieder oder mehrere Partys. Wir haben ja 16 zu vergebene Plätze. Melden sich deutlich mehr Leute an. Naja, dann machen wir zwei Lobbys auf. Ist doch kein Problem. Wir sind doch da flexibel. Und am Ende müssen wir auch keine Punkte zusammenzählen. Von daher alles kein Problem. Wichtig an dieser Stelle ist, meldet euch zuverlässig in Facebook in der Gruppe an. Das ist die einzige Möglichkeit, sich für das Rennen definitiv anzumelden. Ein Beispiel dazu. Ihr meldet euch an und es sind jetzt 15 Fahrer. Diese 15 Fahrer kriegen natürlich einen Platz in der Rookie-Liga an diesem Mittwoch. Jetzt kommen drei Gastfahrer dazu, die sich ganz spontan anmelden. Da muss ich sagen, wer zuerst von den drei kommt, fährt zuerst. Die zwei anderen, die irgendwie reinkommen wollten, die müssen leider wieder gehen, weil sie haben sich nicht angemeldet. Oder anders ausgedrückt, ein Fahrer, der sich als angemeldet hat in der Facebook-Gruppe und kommt vielleicht eine Minute später und ein Fremder, der sich nicht angemeldet hat, ist schon da, dann wird er von mir ganz höflich gebeten, doch bitte das Verständnis zu haben und da er nicht angemeldet war, dass er bitte das nächste Mal einfach mitfährt. Wenn ich aber im Vorfeld weiß, cool, es sind 17 oder 18 Fahrer, ja, dann mache ich doch gleich zwei Lobbys auf, dann teilen wir das doch wunderbar auf und dann kommt jeder zum Fahren. Nur umsonst mache ich nicht zwei Lobbys auf, wenn wir dann doch nur 14 Leute sind. Ich hoffe, das ist soweit verständlich und wird uns genauso viel Spaß machen wie der bisherige Verlauf der ersten 9 Läufe auch. Und jetzt kann ich schon sagen, die Rookie-Liga war ein extrem voller Erfolg. Und vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben, die mitgemacht haben und in Zukunft auch mitmachen werden. 1899, in den Anfängen des Motorsports, wurden bereits Flaggenzeichen von einer Rennleitung zur Kommunikation mit den Fahrern verwendet. Hier wurden die heute noch gültige rote Flagge und die gelbe Flagge verwendet. Überholverbot, Achtung, Gefahr. Zwei geschwenkte Flaggen, große Gefahr. Die Strecke ist womöglich ganz oder teilweise blockiert oder befinden sich Sportwarte der Streckensicherung auf der Strecke. Bereit sein anzuhalten. Wird noch das SC signalisiert, dann bedeutet das Safety Car. Ende der Gefahr und des Überholverbotes, freie Fahrt. Bei der Startprozedur hinter der Startaufstellung zeigt ein Sportwart dem Starter mit der grünen Flagge an, dass das gesamte Feld steht und der Start erfolgen kann. Hier sieht man ein Beispiel, wie ein typisches Schwenken der grünen Flagge aussieht. Schauen wir uns ein Beispiel mit einer gelben und einer grünen Flagge an. Wo die gelbe Fahne geschwenkt wird, besteht absolutes Überholverbot. Die Geschwindigkeit ist zu verringern. Hinter der grünen Flagge dagegen ist die Gefahrenzone vorbei und damit ist das Überholverbot wieder aufgehoben. Diese Flagge signalisiert auf der ganzen Strecke Rutschgefahr, Ölspur, Sand oder Regen. Diese Flagge wird mindestens 4 Runden lang gezeigt. Umgangssprachlich wird diese Flagge Ölflagge genannt. Und so sieht das dann in der Praxis aus. Die schwarz-weiß-diagonale Flagge ist eine Verwarnung. In der Regel wird sie mit einer Startnummer noch zusätzlich gezeigt. Umgangssprachlich auch Rüpelflagge genannt. Bei wiederholter Verfehlung kann der Fahrer disqualifiziert werden. Schwarze Flagge mit orangefarbenem Kreis. Ein Fahrer wird gewarnt, dass sein Auto ein technisches Problem hat und er in der nächsten Runde die Box anfahren muss. Diese Flagge wird gemeinsam mit der jeweiligen Startnummer gezeigt. Umgangssprachlich wird diese Flagge Spiegelei genannt. Unterbrechung oder Abbruch des Trainings oder Rennens. Nach absolvierten 75% der Gesamtdistanz oder Dauer gilt das Rennen als beendet und wird nicht neu gestartet. Die Flagge wird zuerst an Start und Ziel und nur auf Anweisung der Rennleitung gezeigt. Die Geschwindigkeit ist zu verringern, es gilt Überholverbot. Im Training wird die Box angefahren, im Rennen an der Red Flag Linie angehalten.
Achtung, auf der Strecke befindet sich ein deutlich langsameres Fahrzeug. Wir schauen uns gleich mal ein Praxisbeispiel an, dann wird es deutlicher, wann die weiße Flagge zum Einsatz kommt. Zum Beispiel, wenn ein Streckensicherungsfahrzeug oder ein Rettungseinsatzfahrzeug auf der Strecke ist, dann wird die weiße Flagge geschwenkt. Ich meine natürlich geschwenkt. Dieses Fahrzeug darf überholt werden und so sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Der Teilnehmer wird vom Rennen ausgeschlossen und muss unverzüglich in die Box. Diese Flagge wird gemeinsam mit der jeweiligen Startnummer gezeigt. Auf gut Deutsch, ein Fahrer hat einen ganz groben Fehler gemacht und wird sofort disqualifiziert. Ab an die Box und die anderen Rennteilnehmer nicht mehr aufhalten, heißt es jetzt. Die blaue Flagge signalisiert einem Fahrer, der überrundet wird, dass sich ein schnelleres Fahrzeug nähert, dem das Vorbeifahren zu ermöglichen ist. Natürlich nicht in eine Harakiri-Aktion, sondern sinnvoll bedeutet, ich gehe irgendwo von der Strecke kurz vom Gas, lasse den anderen passieren und nehme das Rennen wie gewohnt wieder auf. Und hier kann man das nochmal sehr schön an einem Beispiel sehen, wie das in der Praxis erfolgt. Das blaue Fahrzeug hat nun zur nächsten Gelegenheit, das rote Fahrzeug passieren zu lassen. Eigentlich kein Problem, aber auch in der Praxis gibt es immer wieder Probleme und Missverständnisse. Diese Flagge gehört mit zu den schönsten. Das Training, Qualifying oder Rennen wird mit der Zielflagge beendet. Die Flagge wird dem führenden und allen folgenden Teilnehmern gezeigt. In der Auslaufrunde gilt absolutes Überholverbot. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Lust und Laune habt, verfolgt doch den Livestream am Mittwoch. Um 19.45 Uhr geht es wieder los und dann sind wir in Italien. Vallelengua. Naja, ich kann es kaum aussprechen, wie die Strecke heißt. Ich blende es sicherheitshalber nochmal ein. Ja. Und dann könnt ihr verfolgen, wer Rookie-Meister 2018 wird, wer Zweiter und Dritter wird und wer die weiteren Plätze belegt. Natürlich ist da nicht einfach so die Saison rum und wir sprechen nicht mehr darüber. Eine Woche später gibt es eine große Siegerehrung und für jeden Fahrer, der teilgenommen hat, ist natürlich auch was dabei. Also viel Spaß weiterhin mit unserer Rookie-Liga. Anregungen, Kritik, alles in die Kommentare reinschreiben und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!